Hallo und herzlich willkommen zu einem ernsten Thema hier auf YouTube mit Fabi. Moin, moin. Und wie könnte es anders sein? Das Thema heißt YouTube auf YouTube. Hey. Das passt so lustig. Nein, wir müssen da einfach mal drüber reden, haben wir uns so gedacht. Denn wie es momentan so ist auf YouTube, kann es eigentlich nicht weitergehen, finde ich. Das finde ich eigentlich auch, ja. Also es ist. Sei es wirklich, also YouTube ist für mich in den Jahren, hat für mich Spaß gemacht zu gucken, immer eigentlich. Nur hat es sich von, in den letzten, sag mal, 5, 6 Jahren hat es sich stark verändert. Also es ist quasi vom Hobby zum Business geworden. Und das ist nicht der Grundgedanke hinter YouTube Nee, das stimmt. gewesen. Es war früher, man konnte seine Videos hochladen, man hatte Spaß daran. Ob schlechte Und. Qualität, gute Qualität, das war egal damals. Ja, gut, da ist die Technik natürlich auch ein Stück weit mit schuld. Ja, Die gut, fortgeschrittene aber Technik. ich erinnere nur das erste Tobi vs. Fabi von mir, also was das für Bewertung hat. Okay. Weil es ein bisschen schlechtere Qualität hat, das war damals auch nicht so. Ja, das ist jetzt Damals hat er ein gesagt, ja, anderthalb das Jahre ist her fast, ne? damals Also. okay. Nein, dass ich jetzt letzte Woche Ach du, ach hochgeladen so, habe. ich dachte, du meinst jetzt von. Okay, ja, nee. Damals hat er gesagt, okay, schlechte Qualität, aber es ist witzig, haben wir damals gesagt. Und heute, oh, dann nicht mehr 1080p. Hat zwar 1080p, aber es ist halt ziemlich. Ja, das ist wirklich so. Manche, also man ist zu verwöhnt auf YouTube geworden mittlerweile. Das ist wirklich das Problem. Und Und ich habe ja auch nichts dagegen, jetzt mal da. Dass er mal ein paar Cent dafür bekommt, wenn wir da nein, um jetzt. Gottes Willen, dafür, dagegen, oh. Dagegen sage ich gar nichts. Gegen die Nee. YouTube-Werbung, da habe ich überhaupt nichts gegen. Da habe ich kein Nee, Problem mit diesem auch nicht. AdSense-Quatsch und so. Gar nichts. Nur was mich ankotzt, ist diese Product Placement. Das kotzt mich an. Ja, Dann mich so, auch. Mich meine, auch. es gibt bekannte YouTuberinnen, die machen Beauty. Ich will keinen Namen nennen. Wir nennen auch keinen Namen. Wir nennen keinen Namen. Nee. Weil sonst gibt es wieder Stress und wir werden als Veganschnitzel bezeichnet oder sonstiges. Jetzt glaube ich jeder wie Und sorry, wenn ich gerade abkacke in dem Spiel. Aber ich bin gerade ein bisschen konzentriert und ich, hey, Alter. Nein, es kotzt mich an, dass sowas leider ja, publik macht, kann man jetzt so nicht sagen, dass sowas halt Standard geworden ist mittlerweile. ob die das Produkt jetzt geil selber geil finden oder nicht, ist denen egal. Richtig, und man muss sich mal an die Zielgruppe, man muss mal an die Zielgruppe denken. Ich meine, ihr guckt das, ihr seid vielleicht, oh, was, sagen wir mal, ihr seid 20 Jahre. Gut, ihr habt vielleicht gerade eine Ausbildung verdient, was weiß ich, 400 Euro im Monat oder 500, müsst davon vielleicht sogar schon eine eigene Wohnung bezahlen, dann sind schon mal 250 Euro mindestens weg, circa. Dann gebt ihr vielleicht im Monat mal 150 für Essen aus und so und den Rest 50 Euro für euch. Dann wollt ihr vielleicht nochmal euch was gönnen und dann kommt der YouTuber, den ihr total liebt und zeigt euch ein Beauty-Produkt. Für, was weiß ich, für eben diese 50 Euro, Oder die ihr ein euch natürlich besonderes nicht leisten Haargel könnt. oder was weiß ich, ne? Wenn das immer männlicher Genau. Zuschauer jetzt ist. Richtig. Ein Und Special Haargel, wo die Frauen stehen oder hast du nicht gesehen? Klar. ich sag mal, die. Oh Mann, ey, ich krieg keinen Kill. Die Zielgruppe ist halt wirklich. Oh Mann. Die Zwölf Zielgruppe bis ist halt. sechzehn, Ist, genau. meistens. Meistens ist die Zielgruppe halt. Die Zielgruppe ist halt wirklich meistens 12 bis 16. Alter, was ist denn los hier? Ich bin irgendwie auf dem Hardcore-Server gelandet, habe ich so das Gefühl. Ja, ich bin auf dem Hardcore-Server, ist keine Map da. Toll. Ist halt wirklich 12 bis 16 die Zielgruppe. Und da kann man nicht Werbung machen. Oh, Alter, Werbung machen für ein Produkt, was 30, 40 Euro kostet, für irgendwie eine Maske fürs Gesicht oder so. Ja, das ist Blödsinn. Das ist Schwachsinn. Das ist nicht das YouTube, wie wir es kennengelernt haben, alle. Ich meine, klar, falls ich mal Product Placement machen sollte, dann würde ich erst überlegen. Würde ich so gucken, was für eine Zielgruppe habe ich? Passt das zu der Zielgruppe? Und danach würde ich überlegen, würde ich das Produkt auch selber kaufen? Genau, das ist, Stehe ich da würde ich als hinter dem erstes, Produkt? da würde ich als erstes nachgucken, ob das Produkt überhaupt was für mich ist. Weil ich würde jetzt nicht für, was weiß ich, mir fällt immer ein schlechtes Beispiel, mir fällt immer schlecht ein Beispiel ein für sowas. Was weiß ich, würde ich Werbung für, Mann, mir fällt echt gerade nichts ein. Für Hagel. Ja, zum Beispiel.
Würde ich nicht machen, Würd ich auch keine Werbung machen, weil es weil ist. Haki bei Aldi tut's auch. Richtig, Haki ist eigentlich überall das Gleiche. Manches ist besser, manches ist schlechter, aber nicht so deutlich, dass man da gleich 20, 30 Euro mehr für bezahlen muss, weißt du? Oh, Scheiße, haben wir verloren. Genau, das ist es. Und dann würde ich gucken, okay, das Produkt finde ich geil. So, würde ich in meinen Videos Werbung machen. Dann würde ich gucken, so, passt es zu meiner Zielgruppe? Kann sich meine Zielgruppe das leisten überhaupt? Oder geht Richtig. da ein Monat Taschengeld für drauf? Ganz genau. Oh Gott, 20 Tode, kein Kill. Das würde ich auch gucken. Und Aber ich würde ganz ehrlich, Product Placement auf YouTube würde ich allgemein nicht machen, weil nee. ich finde, das Konzept ist einfach Ja. nur doof. Ich sage nur, falls, man weiß es ja nie, falls irgendwas kommen Ja. sollte. Ich Ich würde meine, niemals nie sagen. es gab ja auch Affären, wie zum Beispiel die Außenseiter damals es gemacht haben mit dem Galaxy S3, war das, glaube ich. Also nicht als Product Placement gekennzeichnet, war aber deutlich, dass es eins ist. Also man hat, wenn man sich damit ein bisschen befasst, dann hat man gesehen, das ist ein Product Placement gewesen. Weil Aber teilweise muss ich auch die YouTuber in Schutz nehmen. Manchmal sagen auch die Firma XY, das ist kein Product Placement, das musst du nicht angeben, sagen die Firmen teilweise. Und das sind ja. teilweise auch junge, unerfahrene Leute, sagen, okay, mache ich nicht, ne? Und dann. Ja, da kriegst du dann als YouTuber entweder auf den Arsch oder du hast halt ein Formular vorliegen, wo du mit beweisen kannst, dass die das Womit, gesagt haben. was eine bekannte Beauty-YouTuberin, die hatte so ein Formular vorliegen und dann hat die Firma halt Ärger bekommen zum Schluss doch. Ja, das ist ja auch richtig wieder. Da hat die besagte YouTuberin ja auch keine Schuld in dem Sinne. Nee. Nur, dass man sich so verkaufen muss als YouTuber. Meine YouTuber sind keine Stars. Nee. Also ich würde mich jetzt nicht als Star sehen oder so. Ich meine, klar, es sind eigentlich YouTube-Stars, aber es sind keine Stars des öffentlichen Lebens mehr oder weniger, noch nicht so. Ich meine auch, dass man, jetzt mal von dem Product Placement jetzt wegzukommen, du bist ein Star, wenn du im Kino auftrittst oder so. Und da ist jetzt die Ja, Überleitung natürlich wo wir bei perfekt. Kino wären, ne? Also Genau. kam ja auch wieder ein YouTube-Film raus, oder ist wieder Da kam ein ist halt YouTube die. raus, der Kartoffelsalat. Boah, ich höre gerade gar nichts. Ich habe gerade gar nichts gehört, weil irgendein Spasti hier meinte, er müsse hier einfach reinreden. Der YouTube-Film Kartoffelsalat Entschuldigung. als Beispiel. Ja, genau. Das finde ich Ich sowieso meine, ist. das waren ja alles Ne. namhafte YouTuber, dass man da Richtig. in seinen Videos so nach Klicks und nach Betteln muss, oh, guck den Film, guck den Film. Ich meine, da Ja. muss man nicht nach Betteln, wenn Ja, ich das ist. YouTuber bin. Ich muss auch da leider Otto Walkes mit kritisieren, dass er sowas auch mitgemacht hat. Ich meine, klar, er ist halt gut befreundet mit hier diesem Fresh Torge da. Gut, verstehe ich, dass die was zusammen machen wollen oder so. Aber dass man gleich einen YouTuber-Film machen muss, der dann auch noch so schlecht ist, dass er so schon wieder lustig ist. Ich meine, das ist Gott, der Ich habe war. nur einige Ey, also. Ausschnitte gesehen, ich denke. Ich dachte, Also, okay. ich hab den gesehen. Ich würde den nie wieder gucken. Sag ich Ah. ganz ehrlich. Und ich meine, ja Also. gut, lasse alle einen Film machen. Habe ich im Prinzip auch nichts gegen. Aber was mich dann Ja, halt aber. nervt, in den Videos, oh, guck den Film, guck den Film, guck den Film. Ich meine, die hätten es so oder so geguckt, du musst man nicht so nach betteln. Das auch, ja. Ich Aber meine, dass man. wenn ich jetzt im Film mitspiele, ich habe knapp 60 Abos. Ich könnte sagen, Mensch, guck mal meinen Film. Aber wenn ich jetzt 60.000 habe, Ja, dann juckt mich klar. das nicht. Aber das ist ja auch das Ding, dass man immer die Größten nehmen muss. Es müssen ja immer die größten YouTuber sein, dass man Hauptsache, also für die Firma jetzt, die den Film hergestellt hat, ich denke mal, ich glaube, es war das mit dem großen W, ich weiß es nicht. Aber dass man dann wirklich so die größten YouTuber sich suchen muss und dann auch noch so viele, das war einfach überladen an YouTubern. Ja. Also das, nein, so einen Film will ich mir nicht, gar nicht angucken wollen eigentlich. Ich habe ihn jetzt geguckt, um zu sagen zu können, dass er wirklich schlecht ist. Aber wow. Das ist ehrlich. Es Boah, wirklich, irgendwann wird es bestimmt so kommen, dass anfangen YouTuber auch anfangen, Fernsehwerbung zu machen und dann in den Videos sagen, ja, yeah, ich ja, bin jetzt in der Fernsehwerbung, kauf das richtig. Produkt. Das war ja damals auch das Große, wo alle gesagt haben: Macht Gronkh jetzt echt Werbung für Saturn? Nein, das ist ja Nein. mittlerweile klar, er ist es nicht. Oh, den habe ich nicht gesehen. Habe ich am Anfang auch jetzt gedacht, am Anfang. Ja, ganz am Anfang habe ich auch gedacht: Könnte das sein, aber. Nein, Gronkh sieht Aber wirklich das anders aus, passt nicht aber. zu Gronkh. Das würde zu Gronkh einfach nicht passen. Nee, richtig. Also Gronkh hat auch zwei Persönlichkeiten. Einmal die YouTuber-Seite und einmal die private. Die private Ja, soll ja klar. angeblich auch nicht so die beste sein. Aber da will ich jetzt auch nicht drauf Weiß ich rumreiten, wie nicht, ja. Gronkh jetzt persönlich ist oder so. Es geht einfach darum, dass man weiß, er würde es nicht machen, weil er verkauft sich nicht für Geld. Das sagt er auch oft genug. Ja. Klar, er verdient Geld über seine Firma genug. Der verdient genug, auch durch YouTube, klar. Ja.
Aber das dann. Nee, also YouTube läuft in die falsche Richtung Persönlich aktuell. kennen wir alle YouTuber nicht. Also auch die ganzen Nein. Beauty-YouTuberinnen. Ich persönlich kenne keinen davon. Nee, ich meine, Weiß. ja, gut, ich kenne persönlich jetzt nicht unbedingt, aber Ja? ich kenne. Ich habe mit ein paar YouTubern auf der Gamescom geredet, Ja. die ich jetzt so ein bisschen kennenlernen durfte. Ich möchte keinen Namen nennen. Auch eine bekannte YouTuberin, aber nicht im Bereich Beauty halt. Die macht halt so ein paar Lieder und so. Die ist cool drauf. Und auf der Gamescom, die konnte sich auch mit dahinstellen. Die hat das auch gemacht. Hat sich mit zu den Fans gestellt. Also mehr oder weniger zu uns halt, zur Community. Hat mit uns nochmal geredet, als wäre nichts gewesen. Klar. Man konnte teilweise Nummern austauschen mit ihr oder so, wenn man wollte und so. Das würde manche YouTuber nicht machen. Klar, Gronkh mit seiner Reichweite, dass er es nicht macht. Okay, verstehe ich. Aber Klar. manche machen das auch aus Prinzip nicht, weil sie, die haben einfach, die sind nicht fanbezogen. Die interessiert nur Geld, Geld, Geld. Und das ist das, was mich stört. Ja, auf jeden Fall. Ich will, dass meine Community zufrieden ist. Gut, ich kann es jetzt, da ich jetzt nicht so die große Community habe auf YouTube, kann ich jetzt nicht, oh Mann, kann ich wirklich jetzt nicht sagen, ich habe den Faden verloren. Ich habe echt den Faden Wir verloren, waren scheiße. bei Fernsehwerbung von stehen geblieben. Ja, Fernsehwerbung, ja, gut, Würde ich aber. auch nur machen, wenn ich die Firma das Produkt gut finden würde. Sonst würde ich es auch nie machen, weil Na, Fernsehwerbung ich ist was würde. anderes wie YouTube jetzt. Und dann. Gerade aus dem Grund würde ich es aber nicht machen, weil als YouTuber sehe ich mich nicht in dem Medium Fernsehen. Wenn ich jetzt Schauspieler wäre, irgendwie bei Ja gut, Sat.1 aber oder sowas. wenn jetzt Okay. eine Firma oder irgendeine Firma sagt, Mensch, Sören, wie wär's? Und das Produkt ist so voll geil. Das ist dein, genau, dein Lieblingsbier, dein Lieblingsgetränk, dein Lieblingsessen. Da würde ich Gut, ich sag bestimmt auch mal. ja sagen. Ich sag mal so, für Getränke wie, um jetzt keinen Namen zu nennen, eine grüne Brause aus den USA, würde ich Werbung für machen, theoretisch. Aber Siehst ich bin einfach nicht in dem Medium drin, dass ich. Wow, verdammt, das war mies. Ich würde natürlich auch nie in meinem Video sagen, yo, ich habe Werbung für Richtig. Volvo, BMW, Holsten gemacht. Guck die Werbung, kauf das, würde ich ja nie Und sagen. ich würde jetzt auch nicht in meinen Videos speziell das Zeug trinken. Oder so, Nee. oder auf. Gut, auf Twitch ist es wieder was anderes. Weil da mu du musst halt trinken. Ja, Bei klar. Twitch, wenn du Na gut, in drei, vier meinen Stunden Videos in der spielst, du musst Facecam, da trinke trinken. ich auch ab und zu, ist mir Na, auch das hebe ich aufgefallen. mir dann für die Pausen immer auf. Aber, oder ich schütze mir ins Glas. Aber gut, wenn ich jetzt einen Vertrag zum Beispiel hätte mit dieser besagten grünen Brause oder mit einem Energy-Drink-Hersteller, um es einfacher zu machen, dann okay. Dann trinke ich die natürlich auch. Klar. Aber das stimmt, insgesamt läuft es echt in die falsche Richtung. Ja, oder auch das, um das Thema jetzt mal ein bisschen zu wechseln, also YouTube bleibt natürlich auf Thema, klar. Aber es geht jetzt mit auf Facebook zum Beispiel. Ihr kennt wahrscheinlich alle, die selber mit so ein bisschen YouTube machen, die, ja, erster Kill. Diese YouTube-Gruppen, diese Let's Player, oder auch YouTube Deutschland und so. Die Gruppen an sich, die Idee war gut. Ja, da sage ich nichts gegen. Aber die Umsetzung, die ist grottig gewesen. Das Weil, stimmt. also es liegt nicht an den Erstellern der Seite, um Gottes Willen, nein. Es liegt einfach daran, dass du postest einen Link, du möchtest Feedback haben, wie das so ist. Und du kriegst es nicht, weil alle zählen, die anderen denken natürlich genauso und alle Ganz denken, jeder genau. denkt nur an sich. Du kriegst Ganz kein genau. vernünftiges Feedback. Du kannst da Ganz Videos genau. posten. Das Einzige, was irgendwie beachtet wird, ist, oh, ich mache Free Intros und so. Dann ist das so ein 12-Jähriger, der macht so Intros und ich finde, gerade als Let's Player braucht man kein Deep Intro, abgesehen davon. Aber das, nein. Das ist wirklich etwas, was mich gerade so ein bisschen auch auf Facebook gerade ankotzt. Oder auch das dann. Es wird auf YouTube auch sowieso momentan nur. Gespammt. Alter, ich muss den Spielsound ändern. Ich höre gerade gar nichts. Tut mir leid. Oh Gott. Alter, ich muss die stummen. Das ist schrecklich. Die quatschen hier so einen Scheiß rein teilweise. Boah, ich hoffe, du hörst mich jetzt wieder. Ja. Gut. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das hier machen kann. Wo war ich denn stehen geblieben? Auf Weil, YouTube, ja, in den YouTube, Kommentaren. dass das in den Kommentaren mit diese ganzen Hater-Kommentare. Was soll, was habt ihr, ganz ehrlich, wenn jetzt einer ist, der auch unter diesem Video Hater-Kommentare schreibt, was habt ihr persönlich denn davon?
meine, ihr kriegt doch sonst nur von den richtigen wahren Abonnenten, den Zuschauern, von der Community kriegt ihr doch nur auf die Fresse. Ja. Was soll, warum schreibe ich denn, warum muss man alles schlecht machen? Oder auch wenn ich jetzt bei zum Beispiel jetzt Let's Plays gucke, zum Beispiel von anderen, freue mich, das Video ist gerade draußen, 2 Minuten, 3 Minuten. Schon 5 Daumen runter, ohne dass man das Video komplett gesehen haben kann. Ja. Das verstehe ich nicht. Was Ich habt auch ihr von nicht. dem Scheiß? Warum Nichts. macht ihr das? Das ist doch, müsst ihr Personen schlecht machen, weil ihr selber aus eurem Leben nichts geschissen kriegt, oder woran liegt das? Ganz ehrlich, das kotzt mich an. Mich auch. Auch die Videos von den unbeliebteren YouTubern insgesamt, sag ich mal jetzt. Bleiben bei diesen Beauty-Torten da jetzt mal. Warum? Dadurch unterstützt man sie ja, wenn man Richtig, einen auch Daumen runter dadurch, gibt. ja, auch Man dadurch, dass unterstützt sie man, durch einen Daumen runter, indem man das Video geguckt hat. Unterstützt man sie. ja, ihr schaut das wieder trotzdem, das ist es Ja. ja. Boah, Hat der da ist einer schon wieder etwas so laut gerade. angepokst? Ich höre dich nicht. Boah, Als hülle sie ernst, ob eben das Mikrofon ich höre gepokst nichts. hat. Ich höre Immer noch nichts. nicht. Gib dir keine Mühe. Aha. Ah, Mann, ey. Das ist super. Ach, jetzt höre ich wieder was. Ey, das tut mir leid, Leute, dass ihr da diese scheiß Idioten, die hier meinen, rumkreischen zu müssen, hört. Was hast du gesagt? Das hat eben sich angehört, ob jemand das Mikrofon gekotzt hätte. Ach, du hast das gehört. Ja, Ja, super. so. Oh, Ja, das hört sich echt so an. Mein Headset ist echt gut. ja, das ist auf jeden Fall. Das muss. Ich frage mich auch, warum das so geworden ist, einfach auf YouTube. Ja, genau, ach ja, Hater kommt, aber ich verstehe es auch nicht. Meine auch, dieses, genau dieses Cybermobbing und so und. Auch ist alle auf Geld auf einmal nur draus und warum? Ich meine, Ja, klar. gut, das Geldthema, das haben wir ja abgehakt, mehr oder weniger eigentlich. Würde ich auch annehmen, das Aber. Geld, keine Frage. Natürlich. Würde jeder. Aber ich sag mal ganz ehrlich, zum Mobbing nochmal zurückzukommen. Leute, ihr könnt da oft drunter schreiben, oh, bring dich um oder so. Was ist, wenn das wirklich macht? Dann seid ihr schuld, dass ein Mensch nicht mehr lebt. Könnt ihr damit leben? Ich denke nicht. Nee. Dann macht er am besten noch so ein Video wie diese eine YouTuberin und dann beschuldigt die euch, dann werdet ihr nie wieder glücklich. Nee. Das ist. Ey, das. Was habt. Ganz ehrlich, was hat man von Mobbing? Was hat allgemein von Mobbing? Was hat man davon? Gar nichts. Stellt euch mal vor, es macht einer mit euch. Die ganze Klasse, die ganze Schule ist gegen euch. 100 Leute, lasst mal 100 Leute sein gegen euch. Lass es 10 sein. Selbst das ist schon scheiße. Drei schon scheiße. Ja, richtig. Wenn wir jetzt im Let's Play immer alle gegen Fabi sind, das ist doch auch bitter für ihn. Nein, das war jetzt natürlich nur ein Beispiel. Ja, Mir ist nichts klar. Besseres eingefallen. Wollte Oder jetzt keinen. wenn wir uns auf einmal, keine Ahnung, Ja? wenn jetzt, keine Ahnung, wir kennen jetzt einen, der ist Russe und mit ihm nehmen wir auf und wir machen ihn fertig, weil er russischen Dialekt hat, das gleiche. Genau. Das ist auch schon Mobbing. Richtig. Also Mobbing ist. Man merkt es vielleicht selber nicht, wenn man mobbt, aber werdet euch erst denken, dann reden. Das ist das Wichtige, gerade auf YouTube. Erst denken, dann schreiben, dann auf. Lest es euch immer noch dreimal durch. Besser ist es. Und überlegt euch, wollt ihr das unter euren Videos haben? Also ich denke nicht, dass das einige von euch wollen, was. Wow. Was teilweise Leute von uns da drunter stehen haben. Ich hätte zum Glück noch nichts Schlimmes drunter stehen, Ja, aber. ich jetzt auch nicht, aber ich meine jetzt. Ich meine jetzt uns als YouTuber halt. Ich meine, das ist. Was ich da teilweise lese, das ist echt Ich auch, schrecklich. ich denke auch, what the fuck denke ich da, Ich setze mich da gerne mal hin, gucke mir die Kommentare durch und dann lese ich so scheiß Sachen teilweise. oder auch bei weiblichen YouTuber. Ey, willst du ficken? Ey, Ja, krieg ich ein gerade. Nacktbild? Ja, Ey, das deine ist. Titten sind geil. Das finde ich auch Ja. irgendwie. Meine gut, ich habe jetzt gerade zu weiblichen YouTubern kann ich ja gerade einiges sagen, weil ich halt. Ja, meine Freundin macht halt auch YouTube, ne? Und das ist. Oh, Alter, das war ein geiler Schuss. Hat er gut gemacht. Nee, das ist. Gerade das ist. Nee. Meine, das sind auch Frauen. Eben. Also, es sind. Ihr müsst dran denken, es sitzen hinter jedem YouTuber und hinter jedem. Es sitzen richtige Menschen dahinter. Zumindest bei YouTube. Also, es gibt natürlich auch Bots, aber die machen keine Videos in der Regel. Nee. Wäre natürlich auch mal lustig. Ich gehe jetzt rechts lang, jetzt springe ich. Okay. Gut, in dem Moment gehe ich natürlich links rum lang, das ist auch super. Aber nein, so in etwa. Aber
Nein, es läuft allgemein vieles in die falsche Richtung, gerade was YouTube betrifft und was eigentlich alles mit Social. Social Media. Hallo? Da ist das Sören weg. Momentan alles in der falschen Richtung. Egal auf YouTube, auf den ganzen Social Media Plattformen. Ja. Ah, da bist du wieder. Was, da bin ich wieder? Da warst du eben weg. Achso, ich war weg, okay, gut zu wissen. Ja. Ja, es ist. Auch auf Instagram, was auch teilweise abgeht. Das ist. Ja, das sind ja auch wieder diese. Bei Instagram gerade diese Werbekommentare. Irgendwie Abo gegen Abo oder. Nein, das meine ich gar Like nicht mich, weil mal. ich Brüste habe oder so. Ja, ich weiß es Oder nicht. bei Wow. 500 Followern zeige ich ein Nacktbild von YouTuberin XY zum Beispiel. Ja. Wo ich Das mir denke, ist. wo hast du denn das her? Erstens, wo ist es her? Zweitens, wir hätten die Bild bestimmt schon drüber berichtet, wenn es das geben würde. Gut, wahrscheinlich, ja. Und drittens, das ist alles nur, damit sie Klicks bekommen, mehr ist es nicht. Richtig. Ich meine, klar, ich freu mich auch über Klicks, aber ich würde dann jetzt nicht unbedingt irgendwie sowas sagen dann, ne? Es Boah, ist. Alter. Geht alles in der falschen Richtung. Ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Also ich Das spiele finde ich auch sehr gerade. traurig. Ja, Ich weiß noch, ich bin mal gerade. die meisten großen YouTuber heute, die haben hier damals auf MyVideo und Clipfish angefangen. Auch Ja, gut, das sind ja. dort die Außenseiter, Simon Desue, die waren früher auf MyVideo, haben die angefangen. Huch. Ja gut, das war halt damals eine relativ große Plattform, aber YouTube ist halt einfach das Maß Ich aller meine, Dinge. nein, wo ich drauf raus soll, da hat es noch da mal gemerkt, oh, das macht Spaß, YouTube, geil. Oh, Ja. schlechte Qualität, egal, das Video ist lustig und heute ist man Ja. Ich verwöhnt. meine, guckt euch doch einfach mal die Anfänge von den Außenseiter, von YTT an, von Gronkh, von Mafuyu, von Unge, von wie sie alle heißen. Von Pippis Beauty Palace oder wie Wow, und Dagi Bee und Ja. Riant und hast du nicht gesehen und haben alle mal angefangen, das darf man nicht vergessen. Richtig. Meine, dann müsst ihr nicht bei Leuten, die jetzt YouTube machen, gerade angefangen haben, so wie wir machen es jetzt schon ein bisschen länger, trotzdem sind die Videos nicht professionell, dann müsst ihr nicht gleich auf Leuten wie uns rumhaken, dass das scheiße ist. Ihr könnt, was ihr kritisieren könnt, ist unser Kommentarstil, unser Spielstil. Ihr könnt sagen, oh, du spielst aber nicht gut oder sowas alles, aber naja, es sind halt. Das ist Oh leider. Gott. Ich bin so schlecht. Also ich spiele gerade Modern Warfare 3 im Multiplayer. Ich glaube, ich lege ein anderes Video drüber, falls also nicht wundern. Weil ich bin gerade so schlecht. Man hätte eigentlich Garry's Mod spielen müssen, irgendwie. Ja, das hätte so nicht gepasst. Ja, bei mir passt es auch gerade nicht so wirklich, aber. Also, wenn das Video nicht so groß wird, ich laufe hier gerade Oh, Richtung gleich wird es Baby wieder laut bei City. mir, glaube ich. Oh. Ja, es ist dämlich, dass die mal hier zwischen. Die ganzen 12-Jährigen. Dann Nee, anderes Video hinter und ich beende das Spiel jetzt gerade mal. Also nicht wundern, falls ihr mich fluchen hört, obwohl da irgendwas anderes kommt. Denn ich gehe aus dem Spiel jetzt einfach mal raus. Und ja. und damals und heute, wenn dahinter mit deinem Video nicht in den eckigen Klammern HD Plus nicht steht, dann klicken die meistens heutzutage gar nicht mehr an heutzutage. Das ist ja auch. Ach, naja gut, heutzutage gehen da, glaube ich, aber die meisten so oder so schon von aus, dass es HD ist. Ja. Also ich hab das auch nicht mehr hinter meinem Video und die werden jetzt nicht unbedingt schlechter geklickt. Weil ich habe sowieso halt nicht den Zulauf, den ich gerne hätte, so sage ich mal. Ja, Sage ich ich leider offen. auch Ich hätte auch nicht. gerne mehr Zuschauer, Klar. klar. Aber für mich ist YouTube ein Hobby, es bleibt ein Hobby, es wird nicht zum Geschäft werden. Klar würde ich mich freuen, wenn ich damit was verdiene, so damit ich Klar, das halt verstehe ich auch. besseres Equipment hätte oder so. Ja, da kommen Aber. wir auch wieder zum nächsten Thema. Manche YouTuber wird ja vorgeworfen, dass sie sich ja vor Gnade ein Auto gekauft haben oder. Klar, wenn man Richtig. irgendwann so viel Geld damit verdient, dass noch irgendwas übergeblieben ist, natürlich nimmt man Teil dann auch dafür. Wenn ich auch, ich habe ja noch so viel da über. Und wenn ich sage, ich habe jetzt mal alle aktuellen Spiele gekauft, ne? Als Beispiel. Richtig. Und ich gucke,
wie viel Geld habe ich noch, so und so viel noch, wie viel 16, dafür habe ich auch noch Geld, was kommt im Dezember raus, und dafür habe ich auch noch Geld, dann nimm mal halt einen Teil dafür. Ich finde es auch nicht schlimm, weil das ist ja sein sauber Nee. verdientes Geld. Ja, das, ich finde auch, das, was man auf YouTube verdient, das sollte man auch wieder in YouTube reinvestieren. Und ich finde es, Ja. klar, man kann natürlich auch was selbst, wenn man jetzt Klar. nicht so, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe jetzt einen Rechner, ich habe alles, was ich brauche, Eben, Spiele das kommen meine nicht, ich ja. dann kann man auch was für sich selbst ausgeben. Das sage ich gar nicht gegen. Aber wenn dann Ich will jetzt auch vorgeworfen keine wird, Namen zu nennen, sonst. ja, aber wenn jetzt vorgeworfen wird, wie bei einem YouTuber, der ein Auto gekauft hat, wie du gerade schon schön gesagt hast, das wäre alles von YouTube-Money, das ist natürlich nicht so. Er hat. Alles nicht. Ah, nicht alles, Oder auch klar. gesagt worden, das hätte ein etwas größerer YouTuber für ihn gekauft. Das stimmt alles nicht. Er hat das ist, weil er arbeitet. Es gibt noch Leute, die arbeiten neben YouTube. Das sieht man nicht. Das ist, bestes Beispiel ist ja wirklich, ich muss den Namen jetzt einwerfen, die Playmassive AG. Die schreiben ihre Texte, kümmern sich um die Internetauftritte da, diese Seiten, machen nebenbei YouTube. Da müsst ihr auch nicht schreiben, wann kommt nächste Video, Alter? Ich warte schon seit 3 Tagen. Da seht es ihn doch mal nach. Ich kann auch nicht jeden Tag Videos raushauen. Oder jeden Tag. Ich meine, ich streame momentan relativ oft, weil ich meinen Fokus aktuell auf Twitch liegen habe, nicht mehr auf YouTube. Das hat seine Gründe, weil du da halt bei Twitch hast du den besseren Kontakt zu den Zuschauern. Und auch beim Thema Twitch, du hast immer Trolls dabei, immer welche Leute, die meinen, hey, ich poste mal einen Link, weil ich so cool bin, oder ich poste mal, ich mach dich einfach fertig, ich schreibe einfach mal, leg my ass auf oder so. Ja. Warum? Was hat man denn davon? Ich verstehe Gar das Ganze nichts. alles nicht. Ich meine, YouTube läuft, YouTube, die ganzen Gaming-Sachen, wo du Videos hochlädst oder so, oder sowas machst, es läuft echt in die falsche Richtung leider. Also jetzt mal von YouTube wegzukommen, auch wenn YouTube hier das Thema eigentlich ist, bei Twitch ist es zum Beispiel so, du kannst. Früher konntest du bei Twitch dich anmelden, hast bestimmte Abozahl gekriegt, wurdest Partner, hast durch die Werbung Geld verdient. Jetzt das Gleiche, allerdings musst du ein Gewerbe angemeldet haben, um Geld zu verdienen. Ganz ehrlich, ich melde jetzt für mich privat kein Gewerbe an, damit ich Geld verdiene und dann nochmal zusätzlich Steuern zahlen müssen und so. Nee, das mache ich nicht. Ganz ehrlich, da hat Amazon richtig Scheiße gebaut. Und deswegen ist auch eigentlich der bessere Streaming-Dienst Hitbox. Aber Twitch ist halt einfach noch so. Man kennt alles, es ist gewohnt, es ist einfach, es ist. Ich streame auch lieber auf Twitch als auf Hitbox, sage ich ganz ehrlich. Aber die Überlegung ist bei mir schon da zu wechseln, allein wegen dieser Scheiße, was YouTube was Twitch auch mit den mittelgroßen Streamern anstellt für eine Scheiße. Ich will jetzt echt Das keine stimmt. Namen nennen, weil. Klar. Naja. Falls einer mal von Twitch zugucken sollte, ihr wisst so oder so, wen ich meine. Ihr wisst schon, mit wem ihr Scheiße anstellt und mit wem nicht. Und ja, um das Video abzukürzen bzw. zu Ende zu bringen, ist es einfach nochmal wichtig zu sagen, dass YouTube, also als Zusammenfassung quasi, YouTube war früher einfach nur Hobby, Spaß. Man konnte nebenbei vielleicht, wenn man Glück hatte, was verdienen. Jetzt geht es nur noch ums Verdienen und Und das. das nur bei einer sehr hohen Abozahl. Ja. Und auch das ist. Entschuldigung, wenn ich jetzt das noch sagen muss, aber es gibt YouTuber. Wie zum Beispiel unser Rettungsdackel. Der hat anfangs relativ viele Abos gehabt, also, oder auch der Easy Racer. Die haben beide relativ viele Abos und haben gesagt, ja, komm, wir machen gerne was mit euch. Also mit Fabi und mir zum Beispiel. Dann gibt es aber welche, die haben, ah, lass uns 500 Abos haben, sagen, zeig erstmal Abozahl, bevor wir was zusammen machen und so. Oder hast du mich auch abonniert und bist du aktiver Zuschauer? Ganz ehrlich, wenn ich YouTuber bin, ich gucke nicht jeden YouTuber, ich kann nicht alles gucken. Ich muss mich um meine Arbeit kümmern. Ich muss meine Wohnung irgendwie noch instand halten. Ich muss selbst was essen. Ich muss dann noch die Videos aufnehmen, bearbeiten, zurechtschneiden und alles. Du kommst nicht mehr zum Gucken. Dann kann ich nicht. Dann kann man doch eigentlich. Die wissen ja eigentlich, wie das alles läuft. Dann kann man Eben. sowas nicht verlangen. Das finde Ich ich meine, wenn scheiße. ich irgendwann mal eine größere Abmusse haben sollte und keine Ahnung, mit Person XY verstehe ich mich super. Mit dem verstehe ich mich super. Das ist, mit dem würde ich durch die Hölle gehen, sage ich jetzt mal krass gesagt, ne? Ja. Und er sagt, Mensch, darf ich bei den Let's Play mitmachen? Und der fängt gerade mit YouTube an. Dann sage ich doch, ja klar, komm, Ja, mach mit, ne? richtig. Ich finde das ja auch gerade, das ist ja auch mehr oder weniger zum Pushen da Wenn das quasi. passt, ist oder das passt nicht. Ja, also man sollte nicht nach Abo zahlen. Man sollte, wenn mir einer gefällt, dann sage ich nicht nein. Dann sage ich Eben, ich auch nicht. höchstens, was ich sage, ist, ja, lass mal gucken, lass mal so ein bisschen zocken und dann gucken wir mal. Ob es passt, genau. Aber. Ob die Chemie stimmt.
meine, ich möchte auch, ich habe jetzt nichts gegen YouTuber, die anderen Kommentarstil an den Tag legen. Ich muss ja nicht gucken, aber wenn ich dann so sehe, wenn manche einfach sagen, boah, ich mach dich kaputt, er ist doof für dich, Opfer halt und so. So Elotrix sagt. Nein, das mag ich nicht. Und mit solchen Leuten möchte ich auch nicht zocken. Und was bringt mir, wenn ich jetzt nur mit Leuten mit der Hutabzahl aufnehme, wenn die Chemie dazwischen die nicht stimmt? Richtig. Ich meine, es gibt Leute. Das bringt einem nichts. Ja, ich meine, bestes Beispiel, ich muss jetzt. Ich nenne die Namen jetzt einfach mal so grob. Sind Pandoria und Dennis. Das sind Geschwister, das weiß eigentlich mittlerweile jeder. Auch wenn sie etwas älter ist als er, so ein paar Jährchen. Aber trotzdem. Die wollen nichts zusammen machen. Die haben Pandoria oder Dennis, die würden davon nur profitieren, wenn sie es machen würden. Aber sie haben gesagt, die passen spieltechnisch nicht zusammen. Und dann finde ich das auch gut zu sagen, nee, wir machen es nicht. Eben. Und dann aber auch, um jetzt nochmal zu mit den kleinen YouTubern, die hochziehen. Das fand ich ja, was auch wieder Dennis gemacht hat, total top mit Herr Currywurst. Der war vorher unbekannt, den kannte keiner. Dann durch GTA wurde er bekannt. Und das ist halt wirklich sowas, was ich sage, Respekt dafür, dass die sowas machen. Das ist der Grundgedanke eigentlich hinter YouTube. Eine Gemeinschaft sein. Genau, richtig. Gemeinsam Spaß haben. Und ich bin ja mal gespannt auf den Start von YouTube Gaming, wie es Und da das hat ablaufen man, wird. und das hat ja eigentlich, im Prinzip hat ja Mafuyu die meisten Abonnenten durch damals Let's Play mit Gronkh und Sarrazar bekommen. Ja, das ist richtig. Serienabos. Fand ich auch Ja. sehr gut, dass sie es gemacht haben. Ja gut, die haben ja schon länger zusammengearbeitet vorher, aber Ja, trotzdem, das ist wirklich. Ja. trotzdem sagen können, Mensch, du hast nicht mal halb so viele Abos wie ich, geh mal weg, Ja, hätten das wir ist dazu richtig. sagen können. Man soll einfach nicht nach Abos gehen oder nach Qualität auch nicht unbedingt. Man muss einfach nur nach der Menschlichkeit gehen. Wie ist ein Mensch, ist er ein sympathisch oder nicht? Dann macht man das oder eben nicht. Ich meine, ich könnte jetzt auch nicht mit Leuten, gut, ich kann jetzt mit YouTubern, die ich nicht gucke oder nicht mag, könnte ich vielleicht auch nicht aufnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, Nee. boah, ich will keinen Namen nennen, aber es gibt YouTuber, also Let's Player im Bereich Let's Play, die ich nicht mag. Ich auch, Mit denen würde klar, ich natürlich an nicht die da. aufnehmen. Ja, das ist richtig. Klar. Gut, die bei uns jetzt gerade zuschauen, das sind natürlich wir. Ihr mögt uns nicht, das ist mir aber relativ egal. Das wird wahrscheinlich in den Kommentaren sowieso schon stehen jetzt. Ist mir auch egal, wenn das Video jetzt zigtausende Daumen nach unten kriegt oder Hates oder ohne Ende irgendwas. Das ist mir egal. Denn Jo. ich möchte einfach mal meine Meinung sagen über YouTube und wie das Ganze läuft. Genau wie Fabi, der möchte das auch. Und da muss man einen nicht fertig machen, deswegen. Das ist echt nicht schön geworden. Du hast recht. Es Ich soll ist. irgendwas wollte ich eben sagen. Ah, verdammte Axt, hab ich's vergessen. Auf Ja. welchem Thema waren wir gerade mit? Ah, richtig. Dass sich auch durch YouTube manche da verfeindet haben, ja, ein bisschen. Ja, Das finde ich auch das ist schade. auch. Das sind alles Kollegen, Ja, im Grunde genommen eigentlich. sind es alle Kollegen, ja. Deine arbeitet halt in der Beauty-Abteilung, der andere im Let's Player-Abteilung, der andere im Ja. Comedy-Abteilung, der andere in, Richtig. keine Ahnung, was für eine Abteilung. Das Ich sind meine, alles Kollegen. klar, Ich finde das schade. es ist einfach, ein Video zu machen, wo man sagt, guck dir den an, der ist scheiße, Alter, und der hat sowas, der hat das und das gesagt und hat das falsch gemacht. Das ist total einfach, klar. Aber warum macht man das? Es gibt doch nur Stress, dann hast du Abonnenten, die weggehen, weil sie genau sowas nicht sehen wollen. Und ihr macht euch damit ja nur selbst, also die Großen jetzt. Es gibt ja gerade so ein Pärchen, was sich halt bekriegt. Ist zwar kein Pärchen jetzt in dem Sinne, aber halt. Und das, ja. Dadurch werden doch, da gewinnt keiner dran, will ich sagen. Das ist ein Verlust für beide. Auf Und jeden Fall. sowas. Naja. Was soll man da sagen? Wir nehmen jetzt schon über eine halbe Stunde auf. Da würde ich sagen, es ist das Wichtigste gesagt. YouTube war früher besser. Und hoffentlich kriegen wir das alles wieder gemeinsam in die. Das ist so ein großes Thema, da wird bestimmt irgendwann ein anderes Video folgen, wahrscheinlich, weil es einfach so Ja, ein großes klar. Thema ist. Darüber könntest du Ich denke auch. Ich könnte jetzt auch noch weiterreden, aber. folgenlang darüber diskutieren könntest du Das damit. stimmt. Na, ich denke mal, hab's vergessen. Gemeinsam könnte man es schaffen, YouTube wieder dahin zu bringen, wo es angefangen hat, wo es auf diese Gemeinschaftsidee raus, aber so wie es jetzt läuft, nicht. Und mich würde es freuen, wenn YouTube wieder ein wenig wie früher wird. Und Dass ja. man genau durch ein paar Klicks ein bisschen
netter Nebenverdienst hast, dass du einen netten Nebenverdienst hast irgendwann, ne? Ja. Früher war es ein netter Nebenverdienst früher. Ja, das stimmt. Aber heute, ich habe Ach, auch nichts das ist. dagegen. Im Prinzip habe ich auch nichts dagegen, dass sie ihren Werbepartner haben, ob es jetzt ein. Ups, ob es eine Automarke ist, ich bin gestorben, ob es eine Automarke ist oder ob es ein Energy-Drink ist, keine Ahnung. Das sind ihr Ja. Zeigen, habe ich im Prinzip ja auch nichts gegen, aber es sind Sachen, kauf das, kauf das, kauf das. Das ist ja kein Richtig. Konsumier-Shopping-Sender. Nee, genau. Naja, was Deswegen, soll wie man da gesagt, jetzt noch? darüber könnte man, glaube ich, 2 Stunden lang drüber diskutieren, deswegen. Oh ja. Da können wir schon fast einen Livestream diskutieren, schon fast. Da hättest du gleich Ja, anfangen ich müssen. denke mal, da wir heute ja auch noch einen Livestream vorhaben, wird das Thema sich wahrscheinlich dort auch noch mit reinziehen heute. Da haben wir auch gleich ein bisschen Feedback, Und aber da du hast ja ein paar Zuschauer, ja, ich hatte ein paar teilweise. Zuschauer ab und zu, ja. Ja, meine Stammis sind ja immer dabei. Teilweise ist es aber für den Ja, Anfang ordentlich teilweise. es sind immer welche da, das ist richtig, aber es kommt natürlich immer drauf an, was man spielt, aber das ist jetzt ein anderes Thema und ich würde sagen, wie gesagt, es ist alles gesagt worden, erstmal, also das Irgendwas habe ich Wichtigste. vergessen, aber das Ja, so würde geht's ich mir bestimmt auch in meinen wahrscheinlich, anderen aber nächsten Let's Plays irgendwann noch ansprechen. ja. Apropos auch meine nächsten Videos, kann ich schon mal nur ganz kurz sagen, demnächst wird für mich ein Infovideo kommen, wo ich noch ein paar andere Sachen ansprechen werde und wird sich einiges ändern. Gut. Wollte ich auch gerade noch sagen. Bei mir hat sich ja auch einiges geändert. Das ist jetzt. Aber Ich das weiß auch erkläre ich nicht, in einem wann die. Video, bei mir wird es auch einiges ändern. Ja, ich weiß auch nicht, wann dieses Video rauskommt. Ich denke mal, so am Wochenende seht ihr das gerade. So gegen Wochenende, Ach, das weil jetzt hier? das jetzt hier, ja. Okay. Und dann habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, dass Black Ops 3 die Beta bei mir gekommen ist, beziehungsweise im Stream kam. Ja, mein Video Und werde halt ich, denke ich mal, TTT. mein Video werde ich, denke ich mal, früher irgendwann machen. Ja, Ich ich glaube, muss am erstmal Donnerstag werde ich gucken. mein Video da machen, glaube ich, Ja, oder ist was. ja gegen Wochenende. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall jetzt noch nicht in den nächsten 2 Tagen, Nein, weil das ich muss ja auch Infovideo, erstmal. das werde ich jetzt am Ach Wochenende so. machen. Ach so. Okay. Aber am Gut. Donnerstag meine ich machen. Ah. Okay. Na gut. Also bei mir hat sich auch einiges geändert und naja. Ihr könnt ja bei mir auf die Social Media Seiten und Website gucken und bei Twitch einfach mal vorbeischauen, dann seht ihr ja, was so ist. Ich werde es ab und zu mal erwähnen. So, und bevor wir jetzt noch 40 Minuten quatschen, beende ich das Video jetzt auch einfach mal. Ich glaube, das Video Und ist für Move Maker auch zu lang geworden, glaube ich. Ich muss irgendwas von Elgato ja, ich raufhauen. muss noch gucken, was ich. Ich nehme einfach einen Stream, die Musik aus und dann ist gut. Glaube ich. Es ist. Oder pack ein bisschen Musik hinter, lassen. Ah, ich habe ja noch ein paar Man sieht's ja dann. Elgato-Videos. Ich habe noch ein paar Elgato-Videos, das Ja, werde ich ich habe einfach auch noch ein aufziehen. paar Sachen, deswegen. Das Gut. ist halt ein Video doppelt, es geht ja nur um die Sache. Oh, hier fliegt eine Richtig. Ratte. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung unter das Video schreiben. Würde uns sehr interessieren. Und auch gerne mal anschreiben, privat über YouTube oder so. Über YouTube, Facebook und so weiter. Wallet. Falls ihr, auch wenn ihr gemeinsame Projekte mal machen wollen würdet, als kleiner YouTuber, großer YouTuber, ganz großer YouTuber, ihr dürft uns anschreiben. PewDiePie, schreib uns an, Gorgon, schreib uns an. Aber auch der kleine Hans Fritz, der kann uns anschreiben, solange er nicht unter 16 Jahren ist. Denn das ist eines, was ich mir zum Prinzip gemacht habe. Ich möchte nicht mit unter 16-Jährigen streamen, Allein weil, wegen Jugendschutzgründen. genau, erstens das und YouTube sollte eigentlich erst ab 16 frei sein. Zumindest, dass man Videos selber machen kann. Dass man Videos selber machen kann. Gucken, habe ich nichts Genau. gegen, aber weil du halt Ja. kommerziell Geld verdienen kannst. Das Ja, ist richtig. eigentlich. Gut. Also, nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Mal auf unseren Kanälen. Ich verabschiede mich. Tschüss. Ciao mit V.